Scheiße. Cheater. Ich bin 38 Jahre alt. So, dann machen wir die eine Quest hier noch, würde ich sagen. Wo war denn der Ausweis eigentlich eben nochmal? Ich hatte den nicht geholt gehabt wegen dem Idioten, der weggerannt ist. Welcher ja, Ausweis? Talons hatte irgendwie einen Ausweis, als wir hier vorbeigelaufen sind. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Hier drinnen. Hier drin? Ach, ja, da, ja. Tisch. Ah, danke. On the table. Anything useful? War schneller als du. Nee, den flexiblen Schlauch habe ich bekommen. Ach, mein Gott. So, Zombies, ich brauche noch ein paar EP, Leute. Oh, eine schwere Feueraxt. Hey, wollte ich mir gerade... Alter! Nicht angucken, einfach mitgehen lassen. Ja, ich wollte gerade mir einfach nur die Werte angucken, ob die überhaupt schadenstechnisch sind. Du pumpst was weg. Aber zum Verkaufen reicht das doch dicke, Bro. Klau dir mir einfach meine Axt vor der Nase weg. Yeah, Mami. meine Punkte gehen wohl völlig anders lang. Oh, ein Molotow. Hier ist eine Tür, soll ich mal aufmachen? Ja. Oh, was zum Umrennen! Wuhu! What the fuck, Alter? Die leben noch Wachen! Die mögen uns nicht, die wollen uns töten! Hilfe, hier Wiederbelebung. Ich bin tot. Hallo? Kann mich einer wiederbeleben? Wichser! Ich lass mich doch nicht freiwillig von den abballern. Da hilft man ja schon wegen den Zombies und dann erschießen die ja noch als Dankeschön. Na? Liege am Boden, direkt vor euch. Er ist tot. Da ist noch einer. Ja, ja, macht ihr mal, ich loote mal die Leichen. Der liegt da um die Ecke. Habt ihr alle? Ja. So, das ist meine Feueraxt diesmal. Ich sehe, da hilfst du den kleinen Spasten und die ballern dich als Dank weg, ey. Wie ich ein mittleres automatisches Gewehr wer will? So, wartet kurz, ich fasse hier gerade mal. Pistole, ist schon hart. Warte, lass uns mal bitte noch auf der anderen Seite umgucken, wir sind hier noch nicht fertig. So, öffnet die Tür und geht zur Seite. Nee, wir sind ja noch nicht fertig. Talons, möchtest du mit deinem Baby bitte aus dem Weg gehen? Danke. Ich würde mich halt schon gern umgucken, weil wenn hier irgendein Bauplan oder so ein Scheiß ist und wir das am Ende liegen lassen, wäre das schon traurig. Wir sagen, wir sind im Kreis gelaufen, oder? Ja, das sowieso, aber es geht ja hier noch... Geh doch mit deiner scheiß Gaspuddel weg, ey. Das ist dein Baby, lass ihn. Nein! Er hat Vaterschaftsgefühle für das Teil, wie du siehst. Er schmeißt es weg und er schießt es. Ihr wird einmal ein guter Vater. Hier kommt mal her. Jetzt darfst du es mitnehmen. Ich mach die Tür auf, du wirfst und du bringst mich um, wie immer. Okay? Diesmal habe ich Medikits, ich kann euch wiederbeleben. Ich dachte, diesmal habe ich Medikits, ich kann euch wiederbeleben. Kommt eine Gaspuddel geflogen. Setz dich nieder auf meinen Fuß. Mir ist nichts, außer noch eine Gaspuddel. Yay. Naja, vier Gaspuddeln. Können wir alle mit Gaspuddeln rumlaufen. I'm Kevin. Hey, Bro. Hey, hab ich das geil hingeworfen. Ich bin zu doof dafür, ich kann das nicht. What the fuck? Ich will das auch können. Durch beide runtergeschmissen. Nimm einen leitenden Wachangestellten einen Generalschlüssel ab. Wir kriegen nicht mal Belohnung dafür. Was tust du da? Was sollte das denn jetzt? Das war verdrückt, ich wollte das Ding aufnehmen. Scheiße! Gut, dass ich Medikits dabei habe. Ah, fuck! Scheiße, sorry!
Ich wollte das Ding wirklich nur aufnehmen. Und dann eigentlich wieder dagegen werfen. So, meine Güte, wegen dir konnte ich nicht mal die Quest annehmen, richtig. Hier, du Scheiße. Ich hab so Teile in der Hand. Man hört die Quest an und die beiden bauen nur Scheiße. Ich wollte es. Das ist unglaublich. Wo kommt denn der Zombie jetzt schon wieder her? Warte, ich töte ihn mit dem Fass. Weil du behinderter Zombie, die Tür war offen. Jetzt reinkommen können. Nur so als Info. Er war höflich und hat darauf gewartet, dass wir ihn rein bitten. So, kommt ihr? Hat ja jemand eigentlich von euch Punkte? Vorsicht, da sind Bewaffnete drin. Dein Scheiße! Talons! Talons, wag es dich! Ich glaube, da waren Bewaffnete drin, oder? Ach schade, ich wollte jetzt auch mal die Luft jagen. Es waren zwei. Nee, drei. Hier kann man ja die Tür öffnen, falls sie geht. Hier ist nichts. Oh doch, hier ist was. Meine Nerven, ganz ehrlich. Ich hab nicht mal mehr Nerven bei den beiden. Hier liegt ein Pistolenmunition. Alter, verbrannt und Bein ab, Alter. Ja, tot ist tot, ne? Alter. Nicht mal ein Ausweis hier, nicht mal ein Tresor? Ist ja gar nichts hier. Ist ja langweilig. Something good in here? Ist schon langweilig. Und voll die langweiligen Zeitschriften liegen hier rum. Lass uns zurück zu Kevin gehen. Kevin, wartet doch. Ich hab keine Punkte, lol. Immer noch nicht. Ich noch was. Tschüss, Full Metal Jacket, bye okay. Bye. Ha, was? Boah, endlich keine Jungs mehr der Backe. So, willkommen zu Let's Play Dead Island, jetzt im Singleplayer. Ohne Aufnahme. Ohne Aufnahme, die Frau reißt Audio sie Kommentar. Alles, ohne dass ihr es sehen werdet. Ach, du machst ein Hörbuch draus. Wie, du schießt ihn an. Ach, ich mach mit Molotov ab, das reicht. Make sure I don't get a nasty surprise. Schwarz? Echt jetzt? Ja, ich auch sagen. Was sieht jetzt irgendwas? Da macht gleich Boom, ich geh da mal weg. Wir bekommen Besuch! Ja, was zum Umtackeln! Und Vetter! Schön macht ihr was da hinten. Aua! Der ist natürlich gleich in dem, ich kann natürlich genau in den Elektro geschockt, ein Zombie. Da ist ein Fetti! Ich hab einen Molotow weg da. Oder soll ich ihn nicht werfen? Werf ruhig. Mach doch. Aber mach hinne. Er darf nicht in die Nähe von Kevin, ne? Nur so als Info. Aua! Gut, dass ich ein paar Medikits hatte. Oder hab. Who's next? Bist du fertig? Die liegen aber alle schön auf dem Haufen, oder? Ja, schön zusammengekehrt. Ist ordentlich. Wow, das nenn ich mal Muni. Nur Schlagstücke. Hat jemand von euch Muni genommen? Ja, irgendwie sammelt er bei mir nichts auch. Ich glaube, ich bin voll. So, ich habe eine Kiste, habe ich jetzt. Aber hier ist irgendwo jetzt noch eine Werkbank, die würde ich gerne in Anspruch nehmen. Hier ist ein Bauplan! Oh, der Sturmgewehr! Ist... Scheiße! Jetzt freue ich mich über den Bauplan und das ist nur so Gewehrkacke. Gib mir doch mal aus der Linse. Sollten wir uns mal auf rechts und links einigen, also rechts. Sagt er und geht links. Vor allem, er sagt rechts und geht links. Das ist das Beste. Naja, ich bin links abgebogen, mir auch nicht. Es ging jetzt nur rechts und links in der Beziehung. Hier ist ein Ausweis drüben. Rein und rechts oben auf dem Schrank oder was das ist. Ist kein Ausweis. Doch, rechts auf dem Schrank oben. Das ist keiner bei mir. Klar, ist hier ein Ausweis drin gewesen. Nein, hier ist nichts. Hier direkt um die Tür rum. Auf dem Ding, wo du gerade drauf stehst. Ja, da ist nichts. Das ist einfach, nö. Xe.
Alter, ich stecke hier irgendwie... Wenn der jetzt mal rauskommt, damit ich aber gucken würde ich gerne, aber ich stecke hier irgendwie an dem... Ich mach bloß die Tür an. Ich stecke hier irgendwie in diesem Eimer fest. Ich komme hier gerade irgendwie nicht raus. Wir können nicht umbringen. Ist das Ausweis da, auf dem Ding? Ich hab keinen Ausweis, nö. Hier lag bei mir ein Ausweis. Mir ist irgendwas runtergefallen, das habe ich gesehen. Wahrscheinlich ist der weggeglitscht. Ich packe hier irgendwie sonst wo rum. Hilfe, ich steck fest! Egal, komm, Talons, wir gehen, wir lassen ihn da sitzen. Warte mal, ich kann umbringen. Keine Gaspuddel, nein! Ich hätte ihn jetzt umgebracht, dann kurz mal. Was habt ihr gegen mich? Ich hab euch nicht getan. Boah, wieso stehen die denn jetzt auf einmal alle auf? Alles Rache, weil ihr mich umbringen wolltet. Das sind meine Bros. Warte, ich werf die Pulle. Bleibt da vorne, ich töte euch gleich mit. Danke. Ich hab dich auch lieb. Alter, sauber, Kopf abgetrennt. Operation gelungen, Patient tot. Für immer. Talons, dreh dich mal zu mir um. Was so ein schönes rotes Teil in der hat. Ich hab so Jucken im Finger. Geh ohne euch, das ist mir echt zu doof. Ihr mit euren scheiß Gaspuddeln. Ich komm. Keine Angst, ich krieg dich schon. Titus, hilf mir! Titus! Ah, jetzt rennst du zu dem. Titus, hilf ihr. Jetzt bietest du ihm deinen Körper an für die Hilfe. Ja, Mann, Titus! Titus! Ich habe ihm versprochen, dass er den Quotenschwarzen von hinten nehmen darf. So. Wow! Alter, mag es nicht! Du blöde Sau, ey! So. Danke für den Vorschlag, kann man dir einen Scheiß... den keiner aufheben kann. Ich gehe was verkaufen. Ich hab 2 Vorschlag hier mal bekommen. Cool. Hey, ja. Einer davon ist meiner. Nee, einer davon ist mir. Einer davon ist meiner. Meiner ist nämlich auch runtergefallen. Wie habe ich denn jetzt? Tödlicher Vorschlag, Karma, habe ich einmal, aber der war nicht von euch. Das war ein Einsatzjury. Scherischer. Ich habe einen 37er. Ohne Nahrung aus der Küche. Töte alle Untoten und der Küche und im Lagerraum. Wo ist mein Vorschlaghammer? Ach, da. Nur einer davon. Ich habe ja auch nur einen genommen. Wo ist denn die Pulle hin? Ich habe sie dir versteckt, damit du sie nicht kaputt machst. Und lass mal den Vorschlaghammer da liegen. Die mein auch gerne mal haben. Die liegt neben Titus auf dem... Ich kann dir zeigen, ich habe sie neben Titus geworfen. Da, hier, da, da, hier, da hinten in der Ecke. Verdammt, er kann sie erst dran gekommen. Oh, Fettsack, steh nicht im Weg mit deinen Schwabbeltitten. Ich will jetzt noch kurz zum Händler. Lass die Pudde da stehen. Das ist einmal lustig, aber nicht ein zweites Mal. So, können wir jetzt eigentlich andere Quest machen? Wir hätten die nächste Quest ja schon mehr angenommen. Ich kann die Nebenquest annehmen, solange ich etwas Thorazin aus der Krankenstation. Exotische Topics. Wie hieß denn das nochmal aus Dying Light? Das hieß doch so ähnlich. Oh, und das in der Richtung. Was? Das, wie hieß denn das Mitte da gegen Antizin. Thorazin, Antizin, ist doch alles dasselbe. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit die scheiß Hauptquest laufen. Das ist voll kacke. Ja, yeah, wir dürfen die nächste Hauptquest nicht annehmen. Ja, Entschuldigung. So, mach mal eine auf. Was bist du überhaupt? Ach, da. In der Küche. Da kommen gleich Zombies, also nur aufmachen und weggehen. Ja, da sind ganz viele Zombies. Denn da mal hier oben. Wow, wo ist die Puddel hin?